Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute soll es also mit Teil 3 weitergehen. Wir wollen Teil 3 unserer Serie mathematische Algorithmen aus Python heraus in C zu erzeugen, zu kompilieren und das kompilierte Binary mit C-Types wieder an die Python-Laufzeit anzubinden. Die letzten beiden Videos haben wir erstmal quasi eine Art Intermediate Language Representation definiert. Also wir haben ein Modul geschrieben, das den mathematischen Algorithmus aufzeichnen kann und in eine Zwischendarstellung bringt. Und im zweiten Video haben wir dann aus dieser Zwischendarstellung heraus ein C-Skript erstellt und das seht ihr jetzt gerade offen vor mir, offen vor euch, offen vor uns allen. So, jetzt habe ich letztes Mal eine kleine Abkürzung genommen, die möchte ich gerne jetzt mit euch wieder ausarbeiten. Wir werden also eine kleine Modifikation im Vergleich zum letzten Mal vornehmen. Und ich möchte einmal kurz vorführen, worin das Problem jetzt eigentlich besteht. Also wir haben hier unsere Funktion, sie nimmt die Outputgröße f an und die Inputgrößen x und y. So, wenn ich jetzt hier in unserem Beispiel reingehe, und kurz nachdem ich root definiert habe, erzeuge ich eine Konstante, die ich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen genauso nenne wie eine meiner Variablen, die ich aber erst danach definiere. Und jetzt führen wir das Skript nochmal aus, dann bekomme ich erstmal hier unten ein ganz anderes Endergebnis und jetzt steht hier auch was, f von 42 und 99,8. Gehen wir in den Transpiler rein. Hier ist Main. Ach so, ja, wir hatten genau, wir haben hardcoded in unseren C-Code, ja, hier ist es, hardcoded in unseren C-Code reingeschrieben, dass es eine Main-Funktion gibt, damit wir es mal ebenso einfach kompilieren können. Haben hier Größen x, y und f erzeugt, die in die Function eingesetzt und gesagt, dann gib mal alles aus. Und wie wir sehen, wir geben eigentlich 1,01 rein und steht hier unten aber 42. Und gucken wir in unser Test C, in das Kompilat. In der Tat, 1,01 wird hier auch an Funk übergeben. Nur, nachdem x also an Funk übergeben wurde, greift jetzt hier unsere Konstante, die ja unter gleichen Namen rangiert, und sie überschreibt, was auch immer durch klein x reingekommen ist. Also wir haben hier ein Naming Clash. Die Variable wird zerstört, bevor sie überhaupt das erste Mal benutzt würde. Und vor allen Dingen, bevor sie als State deklariert war. Aber das können wir relativ einfach fixen. An zwei, drei Stellen. Ich habe jetzt auch schon zwischendurch kleinere Modifikationen vorgenommen. Also der Code ist im Wesentlichen, wie ihr ihn aus dem letzten Video kennt. Aber was haben wir geändert? Was haben wir geändert? Achso, ich bin ja auch im Core. Entschuldigung. C-Transpiler natürlich. Genau. So. Genau, hier geht schon los. Also die Idee ist jetzt die folgende: Wir wollen Name-Mangling einführen, also dass die Variablen als Argumenten der Funktion einen Namen bekommen, den es vorher noch gar nicht gab. Und dass sie dann erst in dem Augenblick, wo sie auch als State im Python-Code in der logischen Reihenfolge als Variable deklariert wurden, auch in dem Augenblick soll frühestens das Name-Mangling aufgehoben werden. So, zu diesem Zweck, ursprünglich haben wir bei dem Insert Line Op, wenn der Op-Type Variable war, einfach nichts gemacht. Jetzt stattdessen benutzen wir diese Name-Mangling-Funktion, die ist hier oben. Auch hier habe ich jetzt als kleinen Hack zwischendurch so: Das Name-Mangling besteht daraus, dass wir drei Unterstriche davor setzen. Das bedeutet dann auch, dass wir beim Erzeugen der States und beim Erzeugen von Identifier in Zukunft verbieten müssen,
dass Variablennamen mit drei Underscores beginnen dürfen. So, wir reservieren das jetzt für uns, für technisch erzeugte Namen. So, eine Sache, die sich im Vergleich zum letzten Video geändert hat. Im letzten Video hatten wir eine Funktion geschrieben, die sozusagen den Header einer C-Funktion erzeugt bzw. beschreibt. Im Wesentlichen halt diese Funktion hier. Die war aber Teil der C-Printer-Klasse. Ich habe daraus jetzt insgesamt eine eigene Klasse gemacht. Die Klasse macht im Wesentlichen das Gleiche, was die Funktion vorher auch gemacht hat, aber setzt jetzt zwischendurch dieses Name-Mangling ein. Ja, also wir haben einfach, ja, wir haben eine Init-Funktion, die im Wesentlichen den Namen der Funktion wissen möchte, die wissen möchte, wie viele Ausgabevariablen gibt es, wie viele Eingabevariablen gibt es. Und zwar als eine Liste von Dictionaries. Beim letzten Mal war es eine Liste von Tupeln mit zwei Strings. Jetzt ist eine Liste von Dictionaries mit drei Einträgen. Und zwar wie vorher auch schon mit dem Identifier, wie vorher auch schon mit dem Python Data Type. Und jetzt neu einem Boolschen Feld, wo wir so angeben wollen, ob wir wollen, dass diese Variable mit Mangling-Verfahren behandelt wird. Also ob diese drei Underscores vor den Namen gesetzt werden sollen oder nicht. So, obwohl das eine relativ primitive Strategie ist, einfach nur drei Underscores vor einen Namen zu setzen, wird trotzdem daraus eine eigene Funktion gemacht, weil wir sie an verschiedenen Stellen des Codes benutzen und wir auf diese Weise absichern wollen, dass wir einheitlich vorgehen. Das ist überall, wo wir Name Mangling einsetzen, wollen wir es konsistent tun und der beste Weg, das zu garantieren, ist es, es in einer gewissen Art und Weise zu zentralisieren, in diesem Fall, indem wir es zu einer eigenen Funktion machen. So, damit findet das Name Mangling statt. Genau, in der Variable. Also damit findet jetzt das Name, genau, aber hier ist jetzt sozusagen die zweite Stelle und hier ist die dritte Stelle, wo wir das Name Mangling einsetzen. Abseits der ersten Stelle und zwar hier. Also ja, hier setzen wir es, je nachdem, wie man es zählen möchte, ein oder zweimal ein. Aber eben hier setzen wir es auch nochmal zweimal ein. So, das heißt also, wenn wir es mit einer Variablen zu tun haben, dann wollen wir den Name mangeln. Und wenn wir es mit einer Output-Variablen zu tun haben, wollen wir auch den Name mangeln. Was ist die. Genau, die letzte Modifikation, die wir vornehmen müssen. Jetzt ist es so, dass Variablen und auch Output-Größe keine Known Quantities mehr sind. Wir hatten die Known Quantities als eine Set eingeführt für Variablen, die nicht mehr deklariert werden müssen, unabhängig von den Living Quantities on Heap. Das sind also Variablen, die auch nicht mehr deklariert werden müssen, weil wir sie schon deklariert haben, und zwar als Variablen auf dem Heap. Das müssen wir uns merken, weil wir sie ja später auch wieder mit dem Free-Befehl freigeben müssen. So, genau, aber genau, Output-Variablen und normale Variablen sind jetzt also keine Known Quantities mehr, die müssen jetzt auch deklariert werden, weil es sie ja jetzt in der gemängelten und in der ungemängelten Form gibt. In der gemängelten Form ist, wie sie an die Funktion übergeben werden, und in der ungemängelten Form ist es dann, wie sie innerhalb der Funktion verwendet werden und bekannt sind. Gucken wir uns das einfach an. So, wir führen es aus. Und siehe da, jetzt ist hier das Argument auch wieder richtig, ja? F von 1,01 und nicht mehr von 42. Und das, obwohl wir, achso, ja, und das, obwohl wir hier 42, genau, das war hier im Core, hier wird ja das Beispiel konstruiert, genau, und das, obwohl wir sozusagen x vorher als 42 initialisieren, aber jetzt ist es eben so, jetzt kommt hier die gemängelte Version, triple underscore x, in die Funktion rein. Dann wird x wird allokiert, x wird mit 42 gesetzt und als nächstes wird x jetzt mit dem Input-Parameter überschrieben. Das heißt,
das wir es vorher auf 42 gesetzt haben, ist jetzt damit außer Kraft gesetzt. Wir können es auf diese Weise nicht mehr selbst im Wege stehen, uns nicht mehr selber ein Bein stellen. Also können wir das jetzt auch rausnehmen, den Fall. Und siehe da, so. Und jetzt ist es eben so, x kommt zwar als Pointer rein, aber jetzt soll ja, aber jetzt wird die Variable x, aber jetzt wird eben die Variable x, sie hat jetzt ihren eigenen Lifecycle und wird deswegen über malloc selber allokiert. Obwohl auch das eigentlich nicht notwendig wäre, es würde reichen, x als Pointer zu initialisieren. Also im Grunde, das würde eigentlich reichen, x als Pointer zu initialisieren und dann mit triple underscore x zu assignen. Aber da müssten wir jetzt noch mehr Boilerplate-Code schreiben, um diesen Fall zu unterscheiden. So ist auch okay. Viel effektiver ist es, wir könnten vorher abscannen, ob der Name X vorher schon mal auftaucht, also eine vernünftige Lifecycle-Analyse machen, um zu verhindern, um zu erkennen, ob diese Allokation in erster Instanz notwendig ist. Also gegebenenfalls kann man diese ganze Zeile hier streichen und dann einfach auch das Name-Mangling hier von vornherein her weglassen, wenn man weiß, dass X vorher ja noch gar nicht eingesetzt wurde. Aber das soll jetzt nicht heute das Thema sein, dem können wir uns später. Das wäre auch ein sinnhaftes Folgevideo, wo wir eine vernünftige Lebenszyklusanalyse machen, damit wir zum Beispiel auch, um zu entscheiden, ob dieses Freisetzen von Speicherplatz vielleicht auch schon früher im Algorithmus geschehen kann. Aber das ist jetzt nicht heute das Thema. Hier ging es mir jetzt nur darum, dass wir sozusagen dieses falsche Verhalten, dass wir Input- und Output-Variablen überschreiben können, bevor sie benutzt wurden oder nachdem sie eigentlich schon fertig waren, dass wir dieses Verhalten unterbinden, mittels des Name-Manglings, und das haben wir jetzt getan. Der nächste Schritt ist, worum dieses Video sich ja eigentlich zentral drehen sollte oder soll und wird. Ist jetzt, wie wir von Python aus die Funktion kompilieren können, um sie dann mit C-Types wieder anzubinden. So. Genau, so. Kompilieren tun wir sogar schon. Wir haben ja hier diese sp-run-Funktion. Wir haben diese sp-run-Funktion. So, wir benutzen den C-Printer, um ein c-pre-Objekt zu erzeugen, schreiben Header und C-Code auf die Festplatte und setzen dann einen Kompilierbefehl ab. Und auch ein Aufrufbefehl. An der Stelle ändert sich jetzt eigentlich auch gar nicht so sonderlich viel. Also die beiden Befehle, die gehen jetzt weg. Wir müssen jetzt andere Befehle schreiben. Sprun oder sprun. Bleibt bei GCC natürlich. So, jetzt muss ich kurz selber mal schmulen. Aus dem Kopf weiß ich es nicht. Der Punkt ist jetzt, wir müssen das C-File als ein Shared Object kompilieren. Ah, gefunden. Ja. Ah, okay. Also der Trick ist minus shared minus fpic. Dieses fpic bedeutet, also das PI steht für Position Independent Compiling, glaube ich. Also dass man dann am Ende das Objekt auch ausschneiden und woanders hinkopieren kann. Minus W all, das ist minus W ist Warnings, all ist alle Warnings. Minus
Pedantic Errors. Es gibt bestimmtes undefiniertes Verhalten in C. Das kann man akzeptieren oder wenn man pedantisch ist, kann man dafür auch einen Fehler werfen. Ich finde das gut, mit diesen Pedantic Errors zu arbeiten, weil es einen dazu zwingt, an bestimmten Stellen ein bisschen kohärent, konsistent zu arbeiten. C kann einem Dinge durchgehen lassen, von denen man gar nicht wusste, was man da eigentlich genau tut. Und an der Stelle bin ich doch eher lieber ein Freund des Ansatzes, dann doch lieber eine Fehlermeldung mehr als irgendwo eine falsche Annahme oder um dann zu riskieren, dass man mit unerwartetem Verhalten konfrontiert wird. So. Aber egal, so viel dazu. Als nächstes, genau, hier wäre es jetzt, hätten wir ein paar vorkompilierte Objekte. Das werden wir demnächst auch bekommen. Also was ist jetzt, wenn wir mehrere C-Funktionen bauen, die sich gegenseitig aufrufen dürfen, dann müssen einige der C-Funktionen vorher blank kompiliert werden, ohne gelinkt zu sein, und müssen dann als kompilierte Objekte dann sozusagen hiermit in den Kompilierungsbefehl mit reingeworfen zu werden, um dann jetzt nachträglich gelinkt zu werden. Aber das haben wir jetzt noch nicht. Also gibt es jetzt noch keine Objekte, die hier hinkommen, die jetzt hier noch mit dazukommen. Das heißt, wir gehen jetzt direkt über zu dem, also sozusagen, ja, hier dazwischen. Hier würden man jetzt noch zusätzliche Objekte einführen, die man auch kompiliert hat. Das lassen wir heute weg, haben wir jetzt gerade spontan nicht. Und stattdessen kompilieren wir jetzt lib cpre.filename.so. Genau, das ist der ganze Befehl. Das lib hier vorne ist wichtig, das ist Konvention in C und C++. Shared Objects, die stellen ja, sind ja, Shared Objects sind dafür da, Bibliotheken zu sein, die man dann geteilte Objekte, also mehrere andere Kompilate dürfen diese geteilte Objekte anbinden, anlinken, und diese geteilten Objekte sollen dadurch sozusagen als gemeinsamer Nenner, als eine gemeinsame Bibliothek fungieren. Und Bibliotheken werden bei C und C++, weil es die Abmachung so ist, immer mit dem Präfix lib kompiliert. Und darüber übernehmen wir das so. Damit erzeugen wir ein Shared Object anstelle eines in Anführungszeichen normalen Kompilats. Weg damit. So. Das können wir dann nicht mehr an Ort und Stelle aufrufen. Das heißt also hier dieser Befehl, ja, führe mir das Binary aus. Das geht so nicht mit Shared Objects. Mit dem Shared Object müssen wir dann anders arbeiten. Aber erstmal können wir uns das Shared Object mal erstellen lassen und gucken, was passiert da eigentlich. Gar nicht weiter, hat geklappt. Und hier bloß mal aktualisieren. Aha. Da ist ja nichts passiert. Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Ah, natürlich. Ich habe hier gesagt, hier kommen die Objekte dazwischen. Das stimmt auch. Aber was auch noch mit hierher kommt, ist der Source Code. Eieiei. Filename. So, also die drei Punkte hier kommen wieder weg. Immer noch bleibt, wir haben keine anderen Objekte, die wir mit reinlinken wollen. So, jetzt aber. Und da ist es auch, libtest.so. Da haben wir jetzt unser Shared Object. So, dieses Shared Object, das könnten wir jetzt an andere C-Programme binden oder linken, beziehungsweise mit C-Types. Ja. Import C-Types. Können wir das jetzt in die Python-Laufzeit sozusagen mit reinladen. So, und zwar auf folgendem Wege, ctypes.cdll
.loadLibrary. So, das ist dann lib cpre.filename.so. Genau, so, und das Ding gibt uns ein cTypes-Objekt zurück. Nennen wir es einfach auch erstmal Funk.so. So, gibt uns dieses Funk.so zurück. Und von diesem Funk.so, die haben wir Funk genannt. Ja, genau. Und von diesem Funk.so können wir, so wie hatten wir die jetzt genannt? Wir hatten sie Funk genannt. Das heißt, als Attribut können wir jetzt hier Funk abfragen. Jetzt müssen wir aber erstmal als Vorbereitung überhaupt cTypes sagen, was die Signatur der Funktion ist. Das wissen wir jetzt erstmal aus dem Kopf. Wir haben drei Argumente. Ein cTypes cDouble und noch zwei cTypes cDouble. So, und zwar das hier ist f, beziehungsweise triple dunder f, triple underscore f, triple x und triple underscore y. So. Ah ja, und in gleicher Weise müssen wir jetzt auch den sogenannten REST-Type. Wir müssen sagen, was gibt uns diese Funktion eigentlich zurück? Gar kein Problem. Sie gibt uns ein cin zurück. Aber an der Stelle erinnere ich mich. Ah, huch! Wir haben hier vergessen, das obligatorische, ja, Return mitzugeben. Also wir haben gesagt, das ist eine Funktion, die ein int zurückgibt. Und was gibt sie zurück? Gar nichts. Vergessen. Ist aber auch nicht wild. C-Funktion ist es nicht. C-Printer ist aber auch nicht wild. C-Generate, genau. Hier. Sozusagen hier wird die Top-Funktion abgeschlossen. Hier unten wird die Makeshift-Main, die wir im Übrigen auch gar nicht mehr brauchen. Kommentieren wir mal aus. So. Self C-Script Self-Indent plus Return 1. So. Achso, ja. Punkt Append. So. Return 1. Ja, kümmern wir uns gleich. So. Genau, jetzt wird hier Return 1 zurückgegeben. So. Also wir erzeugen das Shared Object und kriegen hier einen wunderschönen Fehler. Warum? libtest.so cannot open shared. Aha. Warum ist das so? Ich habe hier in einer Vorlage noch genauer den Pfad angegeben, wo das SO liegt.
Flip, so. Genau. cpre.filename. cpre.filename, so, und dann ist hier sozusagen String Path to SO. Das hat auch tatsächlich geholfen. So, das heißt, die Load Library erzwingt einen absoluten Pfad. Ah ja. Interessant. Also es hat nicht gereicht, obwohl wir uns im selben Ordner befinden, zu sagen, relativ, ja, das Ding liegt hier, sondern ich musste tatsächlich einen absoluten Pfad angeben. Wobei wir können noch mal probieren, geht es, dass ich sage, hier, das wäre auch gegangen. Okay. Weg mit dir, so. Ja, Tatsache, ja, hier ist das Slip-Test. Okay, also doch, ich kann auch einen relativen Pfad angeben, aber ich muss explizit sein. So reicht's nicht. Das dürfte wieder den Fehler fabrizieren. Genau, sondern ich muss sagen, hier, also in dem Ordner hier. Ja, das ist also, damit öffne ich den Ordner, an dem ich bin, da diese Datei. Aber egal, wir hatten ja jetzt sozusagen auch den absoluten Pfad angegeben. Ne? Also dieser Ausdruck hier gibt uns den absoluten Pfad, wo wir sind. Kann man sich, okay, import Pathlib. Ja, Home Kodima PyCharm Projects, Personal Projects. So. So. Run. So. Genau, also, was ist jetzt passiert? C-Types hat das Shared Object für uns geladen und wir haben gesagt, in diesem Shared Objects gibt es diese Funktion func und die nimmt drei Argumente an, alles Double Pointer und gibt ein int zurück. Dadurch ist diese Funktion jetzt im Sinne von C-Types als eine aufrufbare Funktion deklariert worden. Und das heißt, die können wir jetzt einfach über Call aufrufen. So, print Funk, so Funk. Allerdings, jetzt wird es ein bisschen spannend. Also, ich glaube nicht, dass ich hier einfach Werte so übergeben kann. Geht das? Nein. Genau, also ich muss mit C-Type sozusagen die hier auch alle konvertieren. Allerdings muss ich sagen, mit Blick auf, was wir dann demnächst tun wollen, wir wollen ja sozusagen, wir wollen ja auch hier unseren Transpiler so umbauen, dass wir native Arrays rüberschaufeln können, Arrays zurückholen können und innerhalb unserer Funktion auch mit Arrays arbeiten können. Ist es hier auch an der Stelle gleich am meisten sinnvoll, denke ich, hier jetzt schon Arrays einzuführen. Wir haben NumPy noch nicht importiert. Das heißt, wir importieren NumPy, weil NumPy hier nämlich schon Unterstützungsfunktionen bietet. Ich kann sagen, okay, f ist ein NumPy-Array, das wir mit 0 initialisieren. Und können dann sagen, so, das ist die Array-Form von f und können jetzt sagen, die Pointer-Form von f ist die Array-Form Punkt C-Types. Ja, also hier NumPy-Arrays haben als Attribut C-Types und darunter verbirgt sich so eine Hilfsfunktion wie zum Beispiel Data As. Und jetzt kann ich sagen C-Types Punkt Pointer. C-Types.cdouble. An der Stelle wäre es vermutlich auch hier clever, etwas expliziter zu sein und sagen, wir wollen dieses Array als Float 64. Allerdings glaube ich, das ist sowieso der Standard. Also das müsste man, glaube ich, nicht explizit angeben. Aber es ist vielleicht ganz gut, sich das auch selber bewusst zu machen.
was man da eigentlich gerade tut. Jedenfalls dieses F-Pointer, das können wir jetzt einfach so übergeben, wie es ist. So, und das gleiche machen wir jetzt auch nochmal mit x und y. So, und jetzt nehmen wir mal auch die gleichen Werte. Und das war für x, ja, also diese zwei Werte hier. Also für x 1,01 und für y, ach huch, da haben wir was abgeschnitten, aber ich glaube, es war 99,8, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 99,8, so. Richtig, so, dann hier auch in gleicher Weise, also ein x-Pointer, ein y-Pointer, abhängig vom x-Array und vom y-Array. So, und dann kann ich hingehen und sagen, ich übergebe hier den x-Pointer und hier kann ich sagen, ich übergebe den y-Pointer. So, und dann lösche ich nochmal das Shared Object. So, und jetzt führen wir das Transpiler-Script aus. Zack, und da kommt 1 zurück. Warum kommt 1 zurück? Weil unsere Funktion ja return 1. Das ist auch alles richtig so. Wenn wir jetzt aber tatsächlich das Ergebnis der Rechnung wissen wollen, dann brauchen wir jetzt einfach bloß das f-Array. Wir haben ja von f-Array uns den f-Pointer geholt. Den haben wir an unsere Funktion übergeben. Aber das f-Array, das haben wir immer noch. Alle Änderungen am Pointer, die in der c-Funktion vorgenommen werden, werden wir auch an dem Array sehen können. Und siehe da, zack, da ist das Ergebnis unserer Rechnung. Obwohl f-Array ursprünglich mal mit 0,0 initialisiert wurde, kommen wir auf diese minus 0,25339911. Die hatten wir in dem Video gestern auch. Beziehungsweise, wenn ich die beiden Befehle hier wieder ausführen würde mit der Makeshift-Definition unserer Main-Funktion, würden wir also auch da wieder das gleiche Ergebnis rausbekommen, nämlich diese minus 0,27533. So, das hat jetzt also erstmal geklappt. Mit anderen Worten, was haben wir jetzt also gemacht? Wir haben hier eine Funktion beschrieben. Wir haben einen Root erzeugt und dann einen Haufen States, haben diese States miteinander veroperiert, haben dann mit dem Transpiler eine C-Version unserer Funktion geschrieben. Ja, ich kann hier auch nochmal Test H, Test C, Lib Test. So, ich kann jetzt auch mal alles nochmal wegwerfen. So, wir haben jetzt hier nichts als Python in unserem Ordner. Ich führe jetzt den Transpiler aus. Zack, die C-Funktion wurde generiert. Die H-Funktion, also die Header-Datei wurde generiert. Wir haben uns die Funktion geholt. Wir haben eine C-Printer-Instanz angelegt, wir haben die C- und die Header-File erzeugt, wir haben ein Shared-Object kompiliert und wir haben dieses Shared-Object mit C-Types zurückgeladen. Wir haben notwendige Deklarationen vorgenommen, Arrays vorbereitet und schlussendlich die Funktion aufgerufen. So. Das Einzige, was jetzt war, hier war jetzt viel manuelle Arbeit. Wir haben hier sozusagen die Funktion direkt als Attribut aus FunkSo bezogen. Dazu muss man den Namen der Funktion kennen. Wobei, stimmt nicht ganz. Das hier können wir jetzt ein bisschen umarbeiten. Wir können sagen, getAttribute von FunkSo. Und zwar so. Können sagen, wir wollen von FunkSo den Filename als Attribut beziehen, um dann dafür die Archetypes festzulegen. Ja, damit eliminieren wir die Notwendigkeit, den Funktionsnamen im Source Code zu kennen. Ja, also statt FunkSo.funk. Funk ist ja der Name der Funktion, die wir der Funktion gegeben haben, und zwar hier. Wir haben den C-Printer gesagt, die Top-Funktion soll Funk heißen. Wenn ich die hier umbenenne in FunkZZ, dann zerbricht die Hälfte meines Skriptes. Warum? Weil die erzeugten Objekte plötzlich unter anderem Namen hätten angelegt werden sollen oder angelegt werden müssen.
Achso, ja, FunkZ, genau. FunkZZ. Weil, genau, weil es mich hier drin jetzt steht, FunkZZ. So, genau. Nehmen wir genauso auch hier, was ich, TestZZ. So. Bums. Plötzlich haben wir hier einen TestZZ.c und einen TestZZ.h und da drin finden wir wieder unser FunkZZ. So. Ja, also. Und um hier unseren Code robuster zu machen, diese Fehlermeldung hier zu vermeiden, statt also mit dem Wissen des Funktionsnamens dieses Attribut direkt abzurufen, können wir auch mittels der getAtter-Funktion einen String übergeben. Und als String übergeben wir den Filenamen, den wir oben festgesetzt haben. So. Und dann gilt es nämlich das Gleiche auch hier. GetAtter cpri.topFunction identifier. Ach so, huch, ja, hier ja auch. Nicht File nehmen, sondern Function Identifier. So. Okay. Hier ist der Filename ja relevant. Zack. Und jetzt ist unser Skript robust. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder hochgehe und mache jetzt hier Test GGG und Funk GGG, ja, dann führt das Skript sich trotzdem aus, weil ich habe jetzt hier Test GGG, Funk GGG. Das funktioniert alles. Ist nochmal zu zeigen. Wir löschen alle C-Files weg. So, ich führe es aus. So, jetzt ist also Test GGG und C und H erzeugt wurden und hier drin haben wir die Funk GGG. Das ist jetzt alles kein Problem für unser Skript, weil wir sozusagen mit dem String, wie die Funktion heißt, und mit dem String, wie der Filename heißt, unseren Kompilierungsbefehl erzeugen und unseren Attribut dynamisch abrufen. So, jetzt aber immer noch ein gewisses Maß an Vorwissen notwendig. Wir mussten ja hier die Signatur der Funktion angeben. Also auch das möchten bzw. müssen wir jetzt etwas wegautomatisieren. Ich möchte nicht a priori wissen müssen, wie viele Output- und Input-Argumente die Funktion insgesamt hatte. Das heißt, wir gehen in den C-Printer rein. Genau, hier diese Makeshift-Definition, so das fliegt jetzt raus. Hier, genau. Genau, self top c func, self top c func, so. Genau. Was habe ich hier gemacht? Wir haben ja hier sozusagen die äußerste Funktion erzeugen wir, die String-Darstellung der äußersten Funktion erzeugen wir mit der Klasse C-Function und sie weiß alles Notwendige über die Signatur der Funktion auch. Also legen wir uns die Instanz, die wir hier erzeugen, als Attribut der Klasse C-Printer ab. Dann können wir nämlich später oder im Nachgang darauf zurückgreifen. Nämlich hier, wenn wir diese Information gerade jetzt brauchen. Das heißt, so haben wir so, Archetypes ist eine List, so for out in cpri.topcfunc. Outs. So, das ist unsere Liste mit Dictionaries. Und da brauchen wir jetzt auch gar nicht die Welt neu erfinden. Das haben wir ja schon mal alles gemacht und benutzt. Genau, hier ist cGenerate. Nur hier werden die Dictionaries erzeugt. Ich meinte, das Outs ist eine Liste von Dictionaries, und zwar diesen Dictionaries, Dictionaries mit den Feldern Identifier, Datatype und
einen Bullshit-Flag fürs Name-Mangling. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern ja, hier, genau. Wir wollen ja sozusagen in gleicher Weise, wie wir das ja auch schon mal gemacht haben, jetzt also die Felder dieser Dictionaries auslesen. So. Dann bekommen wir Identifier, Data Type und das ist, glaube ich, nicht wichtig. So, das ist Archetypes dot append. Out Identifier, out Data Type. Ach da, wir brauchen jetzt sozusagen eine neue D-Type Map quasi. Nochmal C-Types, D-Type. So, wir brauchen. Type.data.float wird jetzt sozusagen rüber gemappt auf C-Types Pointer C-Types C-Double, genau. Und Type.data.int wird gemappt auf C-Types Pointer von C-Types Punkt C-Int. Richtig. So. Und das war's. Genau, wir brauchen sozusagen das hier und den Rest davon brauchen wir gar nicht. So. Und sozusagen das gleiche auch nochmal für Variable in Variables. So, damit wird das Archetypes jetzt automatisch erzeugt. Trotzdem brauchen wir noch. Genau, also Archetypes setzen wir auf Archetypes. So, der Rest-Type, der bleibt wie gehabt. Daran ändert sich ja nichts, dass wirklich nur eine Integer übergeben wird. Und funktioniert alles. Löschen wir nochmal die C-Header und Shared-Object-Datei. Und Bums, da ist es. So, das heißt, damit haben wir es jetzt also erreicht, dass jetzt die Shared-Object automatisch über C-Types angebunden wird. Wir deklarieren die Signatur automatisiert anhand der Metainformationen, die wir mit dem C-Printer vorher erzeugt haben und brauchen dann nur eine Reihe von NumPy-Arrays passend zu erzeugen, von denen wir uns einen Pointer beziehen, den wir als Argument der Funktion übergeben können. So, aber damit ist das komplette Versprechen eingelöst. Das sind jetzt die drei Teile Videos, wie versprochen. Wir haben in einem Video also eine Intermediate Language Representation konzipiert und implementiert, um mathematische Algorithmen in Python zu beschreiben und aufzuzeichnen. Wir haben im zweiten Video diese Darstellung in C-Code überführt und jetzt in diesem Video abschließend, wie wir das Ganze wieder zurück an Python anbinden. Und auf diese Weise sind wir jetzt aus also in der Lage, mathematische Funktionen mittels C aus Python weg outzusourcen oder weg zu exportieren. Aber wie angekündigt, wird es also jetzt noch optionale weitere Videos geben, wie zum Beispiel die Array-Unterstützung, die Lifecycle-Analyse und gegebenenfalls werden wir auch mal Laufzeitvergleiche vornehmen, also wie ich jetzt eine Funktion in Python implementiere, aber auch über hier unser Modul, um dann zu gucken, wie verhält sich da die Ausführgeschwindigkeit der Python-Version versus dem C-Export. Gegebenenfalls
haben wir vielleicht auch mal in einem anderen Video eine Simulation einer gewöhnlichen Differentialgleichung, also die numerische Auflösung einer gewöhnlichen Differentialgleichung vielleicht auch mal implementieren und dann da auch mal die Laufzeiten vergleichen. Wie viel Zeit sparen wir uns denn damit, dass wir die Funktion abseits von Python auswerten können? Und dabei sei es drum. Also der Kern ist jetzt erstmal, der Kern meines Anliegens, der ist fertig. Und damit verabschiede ich mich aus dem heutigen Video und hoffe, euch demnächst wiederzusehen bei anderen Videos. Ciao, ciao!